Willkommen Willkommen zurück bei zurück bei Diablo Diablo 3. 3. Dein Paar Hi, Zeus. Zeus. Hier wieder mit Heidrol und Sir Zeus Gecko. Sehr gut. Sehr gut. So, wir sind jetzt kurz in die Stadt gegangen, haben Zeug verkauft, ein paar Sachen getauscht. Ich habe jetzt in mein Zeug auch nochmal, also in mein Equipment auch nochmal ein paar Steine verlegt. Hier zum Beispiel in meine Hose habe ich einen zweiten Stein reingemacht. Du fährst ja. Ja, ich fährt. So, und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Ach Mensch, ich wollte noch was verkaufen. Warte, ich bin gleich da. Nein. Unter uns der Solarmarschig. Los, Zeus. Leck mich arme Arsch. Nee. Ich wollte ja noch was geben, Mensch. Schon wieder. Die Kette, habe ich dir die schon gegeben? Nee, hast du mir nicht gegeben. Siehst du? Da muss ich die Steine noch rausmachen. Warte, bin gleich da. Ja. Wir müssen jetzt auf dich warten. Natürlich. Ja. Wenn Zeus hier noch irgendwas macht, zeige ich euch. Was zeige ich euch denn? Hier. Ein Stein in der Hose? Ein Piratensäbel, Alter. Ich zeige euch hier diesen Screen. Der ist sehr interessant und man kann sehr viel davon lernen. Also irgendwie. Ja. Nee, das ist langweilig. Los, Zeus, beeil dich! Schon unterwegs. Dann beeil dich noch mehr. Schon unterwegs. Los! Da ist er. Los! Wo ist er? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was wir machen müssen. Da stand irgendwas von Gefangene befreien. Das weißt du nie. Ich weiß. Also bei dem Spiel hier nicht. Das wäre eigentlich auch ein geiler Gamertag. Ich weiß nicht, was man tun soll. Nein, braucht mehr Zeit. Ja, gut. Also ich finde deine Mutter immer noch besser. Das stimmt allerdings. Deine Mutter ist ein. Deine Mutter möchte mit dir spielen. Deine Mutter hat dir eine Nachricht geschickt. Ach so, Mensch, ich wollte dir doch was geben. Jetzt bleib mal stehen, ne? Muss mal gucken, ob es für dich passt. Nö, passt gar nicht. Alles rot. Beziehungsweise das eine ist gleich. Hätte ja sein können. Nein. Ich habe tatsächlich in der letzten Folge schon eine neue Kette getroppt und die war schon ziemlich cool auf Anhieb. Gefangene befreien. Alles im Schnelldurchlauf. So einfach, oder? Ja. Das hier hin. Oh Gott. Was denn? Die haben mich eingefroren.
So, jetzt müssen wir noch irgendjemanden töten. Und weg ist er. Du bist so ein Angeber, Zeus. Was denn? Mit deinen Monstern. Bleibst einfach stehen, während die alle erledigen. Ist geil, ne? Voll der Sklaventreiber hier. Was hab ich denn Neues dazu bekommen? Hier. Und lassen wir so. Perfekt. Was müssen wir tun? Müssen wir zurück zum Dorf. Ich geh mal zurück. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir müssen immer noch darunter. Nee, warte. Alter, leck mich am Arsch. Was machst du? Da müssen wir hin. Yay! Was folgst du mir auch? Du kennst mich doch von DayZ. Da weiß ich auch nie, wo ich bin. Hä, wo ist mein Koloss? Weg. Jetzt mal ohne Scheiß. Der weg. Siehst du, da ist er wieder. Ja, weil ich ihn neu gezaubert habe. Ja, siehst du? Er wird gekopft. Ja, komm. Ich lasse euch mal hier allein. Die ist gerade gefesselt. Ich glaube, wir machen Bondage. Also, das ist mir jetzt ein bisschen zu brutal. Ja, sie ist da gefesselt. Nur mit einem Leichentuch hinten am Arsch. Über ihre Klinge. Ja, alles ist da, egal. Wir wollen gar nicht mehr erfahren hier. Was müssen wir jetzt eigentlich schon wieder machen? Wir müssen zum Eisverkäufer gehen und uns ein Pistazien-Eis kaufen. Und wo ist die Musik für die Eisverkäufer? Die hören wir, wenn wir nah genug dran sind. Was? Wie soll ich denn den Weg dorthin finden ohne Musik? Den findest du doch eh nicht. Aber mit Musik schon. Geht jetzt auch, bleibt im Kopf. Radio. Das kann doch nicht sein, dass der Koloss jetzt schon wieder weg ist. Doch, du hast da bestimmt was eingestellt, dass der irgendwie nur noch halb so lang bleibt. Meinst du? Bestimmt. Ja, habe ich bestimmt. Warte. Das muss ich rückgängig machen. Abklingzeit. Oh, da hinten liegt was. Angriff!
Ja. Boah, die Strahlen sind mies, so viel Schaden. Ja. Und ich habe Handschuhe bekommen. Sehr cool. Ja. Ja, langes Wochenende jetzt hier, ja. Ja, ich bin auch Feiertag, ja. Ja. Das ist überall in Deutschland. Ja, ich check das immer nicht mit den Feiertagen, welche überall sind und welche nicht. Das check ich auch nicht, weil also das ist also ja das eigentlich ist immer nur an diesen kirchlichen Feiertagen. Da kommt es ja dann drauf an, ob das eher eine katholische oder eher eine evangelische Gegend ist. Aber Montag ist ja Tag der Arbeit, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es nicht so mit den Feiertagen. Ja, Tag der Arbeit. Ich glaube, dass tatsächlicherweise mein Bundesland, wo ich bin, wir verraten jetzt nicht, welches es ist, sogar das Bundesland ist mit den meisten Feiertagen. Kann ich jetzt so sagen. Ich glaube, es gibt nur einen Feiertag, den wir nicht haben, den andere haben. Aber ich weiß auch nicht, welcher. Kann ich jetzt so auch nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne mich mit Feiertagen nicht so aus. Wenn man mich da nicht dran erinnern würde, dann würde ich auch an diesen Feiertagen irgendwo hingehen, wo geschlossen ist. Ich habe es auch drauf, irgendwo hinzugehen, wenn kein Feiertag ist, und dann haben die rein zufällig an diesem Tag eine kurze Öffnungszeit oder irgendwie sowas. Wenn man mich früher da nicht dran erinnert hätte, wäre ich da auch zur Schule gegangen. Ja, das sowieso. Meine Chefin hat mich mal angequatscht und meinte, du sag mal, hast du dich eigentlich Urlaub die Woche? Ich sage, jetzt, wo du es sagst, kann das sein, ja. Ey, da haben wir beide vergessen, weißt du, und dadurch habe ich ja keinen Urlaub gehabt an dem Tag. Würdest du wenigstens für den Tag noch bezahlen? Ja, ne, ich hab den halt nicht eingereicht und sie hat auch nicht mehr dran gedacht, weißt du, und somit hätte ich eigentlich Urlaub gehabt, aber hab ihn nicht genommen. Hab den dann irgendwann anders quasi genommen, aber ich meine, okay. Also alles, was für Termine angeht, was über 2 Wochen ist, also, weiß nicht, interessiert mich auch nicht. In der Regel vertraue ich doch auf mein Glück, das Glück, dass ich daran denke, wenn es soweit ist. Du und Glück? Ich hab nur bei technischen Sachen Pech. Guck mal, das ist fett, fett. Ja. Boah, kann man das nicht überspringen? Ich hab keine Ahnung. Nee. Kann man nicht. Ja, kann man doch. Klar, nein, startet nein, denn. Nein. Lass dich drauf. Das sagt der Richtige. Ich werde hier sterben, ich weiß nicht. Alter, wehe. Ach, guck mal, wie schnell der down geht. Ja, du bist ja auf dem Cheater. Oh Gott, es geht an. Warum steht denn der jetzt bei mir rum und nicht bei dir? Weil ich kann. Zeus steht in den Flammen. Ich habe ihn erledigt. Alles mein Verdienst. So, eine ganze Menge Sachen habe ich bekommen. Erstmal durch. Lupen. Ja, das hier kann man mal nehmen. Nee, das kann man nicht nehmen. Kann man nehmen. Keine Ahnung, du wirst mir wieder danach sagen. Alter, was für ein Idiot bist du, dass du das so reinnehmen sollst? Wahrscheinlich.
Ich behalte es jetzt mal auf, damit ich es notfalls noch ändern kann. Oh, 209 ist natürlich noch geiler. Ja, das kann man schon mal reinnehmen. Geht zwar verteidigt, aber okay, passt schon. So, wollen wir dann hier die Folge erstmal beenden? Ist dann etwas kürzer, aber ich glaube, es passt gerade sehr gut. Warte, lass erst ins Dorf zurückgehen, dann können wir da beenden. Okay. Dum di dum 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 dum. Ich hoffe mal, dass das nicht mehr so lange dauert mit dem Akt hier, ey. Wir sind immer noch beim ersten, oder? Ja, das ist ein richtiger Akt. Deswegen heißt die Scheiße Akt, Alter. Oh, alles klar. So. Dann würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Jo, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.